Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online. Wir fliegen hier wieder schön über der Sonne, lassen uns gerade grillen und haben jetzt keinen Bock mehr und lassen uns wahrscheinlich auf die Station beamen. Oder? Jo, und hallo übrigens auch von mir, vom Soran von Triple LP. Und wohl bemerkt, ihr könnt mal alle schön jubeln, das ist gerade Dons 100. STO-Folge. Yay! Party! Klack, yeah. Sieht bloß keiner. Dankeschön. Ja, jetzt muss ich gleich mal in den Chat reinschreiben, wir sind ja nicht alle im Teamspeak. Willkommen in Dons 100. STO-Folge. Aber du hast ja sowieso gesagt, weil es Special-Folge machst du bei Primzahlen? Nicht bei Primzahlen. Bei glatten Binärzahlen. Ach, glatten Binärzahlen war das. Sorry, dafür bin ich viel zu sehr Programmierer. Welche Folge wäre denn das als erstes? Das kommt darauf an, ob ich mich für 128 oder 256 entscheide. Ah, okay. Ich tippe eigentlich eher auf 256, weil das gerade so eine schöne 8-Bit-Zahl wäre. Wo ist eigentlich der Ort, also, der braune Zwerg? Der ist meistens im weißen Porzellangott. Was? Ich geh gerade auf den Schlauch. Deswegen beam ich mich einfach mal zur Station runter. Okay, ich komm mit. Ja, der braune Zwerg ist meistens im weißen Porzellankorb. Ja. Ne, weil da steht mir, ihr seid gerade auf der Karte. Achso. Ach, wir machen übrigens gerade die Mission zwischen den Sternen. Warum sind die Videos immer so leise? Ich verstehe es nicht. Ah, die Hauptenergie ist ausgefallen, Admiral. Ich weiß nicht, wieso. Einmal mit Profis arbeiten. Jetzt habe ich das Fenster erst. So, lies vor. Die Hauptenergie ist ausgefallen, Admiral. Ich weiß nicht, wieso, aber wir haben Glück. Die Dunkelheit ist ein taktischer Vorteil. Es gibt manuelle Überbrückungen in jedem Raum. Ich habe die zwischendurch... die zwischen uns und dem Wut vorübergehend deaktiviert. Leider hat der Captain der Dyson den ersten Angriff der Wut nicht überlebt. Was können Sie mir über die Station erzählen? Es gibt zwei Generatorräume, die den Großteil der Station kontrollieren. Der südliche Generatorraum steuert die Energie, der westliche, dort wo die Wut sind, kontrolliert die Sprungmöglichkeit der Station. Wir müssen unbedingt den westlichen Kontrollraum erreichen und ausschalten, bevor die Wut diese Sphäre zurück in ihren Raum schicken. Die Freisetzung der Omega-Partikel, die für den Sprung benötigt werden, wäre katastrophal. Wie viele Wut sind zwischen uns und dem Kontrollraum? Wir zwei allein sollten nicht angreifen. Die Niederlage wäre gewiss. Was, zwei? Da steht drei. Wir zwei allein. Bei mir steht wir drei allein. Bei mir steht zwei. Definitiv, also das kann man hier gern. Aber wenn wir die Hauptenergie wiederherstellen, können wir die Stationsverteidigung zu unserem Vorteil einsetzen. Wenn wir sie selbst vermeiden können. Was? Wenn wir sie selbst vermeiden könnten. Sie haben umfangreiche Kampferfahrung, Admiral. Irgendwelche Vorschläge? Also ich lese mal kurz die Möglichkeiten vor. Wir sollten Überlebende suchen und zum Generatorraum gehen. Oder Alkohol sagt, wir hätten ein Schiff im Orbit, könnte uns helfen. Wurscht, das schaffen wir auch so. Überlebende suchen und zum Generatorraum gehen, oder? Ja. Ich werde Ihnen folgen. Und ich werde mir hier erstmal ganz flott umziehen. Kampfanzug? Stimmt, macht eigentlich noch keinen Sinn, dass ich die anderen jetzt anziehe, ne? Ne, ich lasse es erst nochmal. Ja, ich habe einen Kampfanzug angezogen. Was, ein Kampfanzug? Achso, stimmt. Ja, den meinst ich du. Ich hab doch bei meinen Charakteren immer so einen Kampfanzug. Fix, wo ist denn's? Monturwechsel. Was suchst denn? Ja gut, ich sehe es ja sowieso nicht. Aber ich? Warte. Nein, ich hätte mich auch einfach in den Dysons-Anzug reinhauen können. Achso. Hab's doch schon. Ich noch nicht. So. Sensoren zeigen einen Wutkampfmech voraus. Was kommt bei dir? Ich schlage einen detaillierten Scan durchzuführen, um sicherzugehen, dass er aktiviert ist. Warte mal, was machst du gerade? Ich habe jetzt erstmal ein Video. Ja, von? Die Tür ging jetzt gerade erstmal auf. Ich wusste nicht, wie weit bist du jetzt? Du hast gerade gesagt, ich bin auch durch den Anzug an. Ja, dann sag das doch. Ich warte die ganze Zeit vor der Tür auf dich. Durch die Tür. Junge, du sagst, du ziehst einen Anzug an und rennst dabei 5 Millionen Kilometer weiter. Durch die Tür, ich. Kennen die das Area?
Dieser Wut wurde von den automatisierten Verteidigungsmechanismen getötet. Verteidigungsanlagen getötet. Hast du bei dir einen Wut-Kampfmech rumstehen? Was hast denn du bei dir? Ich soll jetzt erstmal mit Tuvok reden. Also ich bin jetzt in der Situation, dass der Typ, dass die Tür aufging, der Typ von hinten erschossen wurde. Ah. Und ich jetzt gerade rein bin und ich mit Tuvok reden soll. So, ich weiß nicht, wie weit du schon wieder vorgespoilert hast. Zur Info, es gibt hier mehrere Durchgänge. Du hast jetzt den, wo eine Spezialeinheit mit einem Sniper-Schuss einen killt. Deswegen stand bitte wahrscheinlich auch drei da. Bei mir ist nur ein deaktivierter Vote-Mech-Kampfpanzer, der hier rumsteht, der später dann für gegen den ich dann kämpfen muss. Du wirst gegen einen anderen Typen antreten. Ist es immer was anderes da hier oder was? Egal, ist, aber auch wenn man mit gleichen Wege nimmt? Ja, ist zufällig. Soweit ich weiß. So, das wird, wenn wir jetzt vorlesen wollen, ne? Kritisch Tag, sprechen Sie mit Tuvok. Ich schau mal, was kommt. Der Pilot dieses Kampfanzugs wurde vermutlich im Kampf getötet. Wir wissen nicht, was wir sonst noch auf dieser Station finden werden. Wir müssen weiter. Die gefangenen Wut werden versuchen, meine Modifikation zu umgehen. Was schlagen Sie vor? Tja, da du immer was anderes hast, geben Sie mir Deckung, wenn Sie Wut sehen. Schießen Sie. Ich mache, erfassen Sie den Wut vor, der den Captain ermordet hat. Nicht, er verwendete Tarntechnologie. Taktisch wäre das Klügste, wenn er versteckt bleibt und uns nach einem anderen erledigt. Wir müssen weiter, die gefangenen Wut werden versuchen, meine Modifikation zu umgehen. Was schlagen Sie vor? Geben Sie mir Deckung, wenn Sie Wut sehen, schießen Sie. Übrigens, hallo Tobias, der mittlerweile auch ein Teamspeak ist. Beschützen Sie Cooper, er wird unsere Hilfe brauchen. Geben Sie Cooper einen Phaser mit Betäubung, er sollte beide nach Wut ausschalten halten. Okay. Dann mache ich das Erste. Ich kann ihm schon das Öffnen der Tür erzwingen. Wenn du soweit bist, sag Bescheid, wenn du die Tür aufmachen magst. Ich schau mir gerade mal hier die gefallenen Wut an. Ja, da kannst du auch noch ein paar, Weiß schon. Ich gedacht, der ist aufgestanden. Nee, die steht meistens nicht mehr auf. Verbündete wieder mit. Nee, das sah nur gerade so aus, weil in dem Moment der Tuvok vor mir hergesprungen ist. Ach, der tanzt da wieder bei dir. Nee, also wiederbeleben kann ich nichts. Scannen das kann ich jetzt normal. Auch nichts mehr. Das heißt, ich kann jetzt durch die Tür. Ja, bei mir war gerade bei dem Einstand versuchen, den wiederzubeleben, hat aber nicht. Also ich öffne die Tür erzwingen. Moment. Ja, mach schon. Ja. So. Entschuldigen Sie, ich dachte, ich hätte was gesehen. Keine Panik, Doktor. Ich bin Vulkanier. Ich bin logisch für alle zusammen. Keine Panik, Doktor. Was liegt denn hier herum? Keine Panik auf der Titanic. Kann man nichts mitmachen, der ist tot. Todtöter am tödesten. So, wo sind wir denn hier? Ah, hier können wir uns nachher auch nochmal durchschnetzeln. Jetzt bin ich es war schrecklich, der leert das Blut. Oh. Öffnen der Tür, erzwingen. Warte mal, ich guck mir das alles erstmal an daher. Achso. Da unten ist Qualm. Dann sind so gelochte Wände überall, ne? Ja. Da werden wir nachher uns noch durchschnitzeln. Ja, ich guck mir das gerade erstmal nur an. Ja, schau dir schon mal einen guten Weg an. So, jetzt mache ich da hier. Du bist ein ganz schöner Spoiler, weißt du das? Öffnen der Tür, erzwingen. Ja, ich will ja bloß sagen, dass du nachher vielleicht noch eine Chance hast. Weil du bist ja eher so. Eine Chance. So vorsichtig und verweichlicht und so. Achso, eine Pussy halt, sagst du, wie es ist. Genau, du bist eine Profi-Pussy. Ich werde aufpassen, während sie und der Doktor den Generator untersuchen. So, dann spoilere ich jetzt halt mal nicht. Energie aktivieren. So, jetzt bin ich in den großen Raum, wo es blau leuchtet. Ja. Und was macht es? Es leuchtet blau. Guck ich mir erstmal ganz kurz alles hier an. Da hinten ist was, da ist ein Mittelding. Okay, hier leuchtet eine Konsole, die ich jetzt mal betätigen werde. Notenergie. Aktivieren. Jetzt kommt Video. Ja, ein gelbes Symbol. Dann noch ein gelbes. Merkt halt die Reihenfolge. Ach, ich soll ja nicht spoilern. So. Aber das mit den Symbolen und Reihenfolge, das kennen wir ja schon aus einer Vorgängermission.
Möglich. Mit dem Gate. Heißt, wenn da oben gelb leuchtet, muss ich jetzt hier gelb machen. Da jetzt rot. So. Freigeschaltet und trotzdem gleich angegriffen, was soll kaputt? So, jetzt blau. Was? Zeit bis gesperrt? Wir haben es geschafft. Auszeichnung erhalten, Dyson-Sphäre Rätsel lösen. So, also ich hab's geschafft. Mhm, ich hab's vorhin schon mal gemacht. Jetzt habe ich, hat er irgendwie den letzten nicht ganz gezählt. Muss ich mal kurz noch einen Schwärmer wegschnetzeln. So, ich mach das große Fenster auf. So. Machen wir das Fenster auf. Ist es vorbei? Ja, es ist vorbei. Oh, da kommt jetzt ein bisschen was angerannt. Besuch. Wo? Ne, ich hab gerade so eine kleine Zwischensequenz, wo man deutlich sehen soll, dass jetzt ein bisschen was zu uns kommt. Und die musst du alle weghauen. Und da, das Nette ist, beim toten Ferrasan, trotzdem muss der Schwanz rumwedeln, ne? Das muss sein, ja. So, jetzt müssen wir. Sprechen Sie mit Tubok. Upp, gehen Sie mal da durch, drüber. Durch die Wiederherstellung der Hauptenergie haben wir den Bootzugang zu unserer Position ermöglicht. Sie werden schon unterwegs sein. Wir brauchen Coopers Unterstützung, um die automatische Verteidigung für uns nutzen zu können. Der Doktor ist ein Experte mit dieser Sphärentechnologie. Er schafft das. Allerdings kann er, wie Sie gesehen haben, sehr emotional sein. Haha, sprich, es ist eine Pussy. Ja, gibt's was? Ja, Igitt, das hat's ja hier bis durch meine Kopfhörer durchgeträufelt. Na, ich habe eigentlich gehofft, dass das die Wut verschreckt. Nein. Das ist echt das Schlimme, dass diese blöden USB-Mikrofone keinen Ausknopf haben. Das hättest du ja relativ schnell rausziehen können. Das hätte vielleicht geholfen. Ja, ich wusste nicht, was da jetzt wieder hier. Naja, egal. So, da bin ich wieder. Egal, das ist das Leben, das ist die Natur, das ist live, wenn man mal niest. Gesundheit. So, dankeschön. So, dann hallo, Dr. Cooper. Dr. Sheldon Cooper. Was sollen wir tun? Die Wut werden gleich hier sein. Und ich glaube nicht, dass sie Gefangene machen werden. Bitte, sie müssen mich hier rausbringen. Ich bin nicht wie sie und Tuvok. Ich bin viel zu wichtig, um hier zu sterben. Arsch. Aha, wir sind nicht wichtig, oder was? Beruhigen Sie sich, wir kommen alle hier lebend raus, wenn Sie uns helfen, oder? Flippen Sie nicht aus, wir brauchen Ihre Hilfe. Ich mache das Erste. Beruhigen Sie sich. Meine Hilfe? Was kann ich tun? Sie und Tuvok haben bisher alles erledigt. Ich weiß nicht einmal, wie man seinen Phaser verwendet. Ich möchte nur meinen Labor zurück. Ich eigne mich nicht für die Feldarbeit. Tuvok sagt, keiner kennt diese Technologie besser als Sie. Sie schaffen das, Cooper. Oder reißen Sie sich zusammen, Cooper. Ich will nicht wegen Ihnen hier sterben. Wenn ich jetzt sage, ich will nicht wegen Ihnen sterben, das macht so viel Druck. Machen wir das Erste. Okay. Tuvok hat das gesagt? Nun, vielleicht. Ich kenne zwar die Technologie, aber ich arbeite nicht gut unter Stress. Ich brauche Zeit und Platz zum Denken. Und das alles ohne Gefahr, gleich erschossen zu werden. Ich kann Ihnen nicht helfen. Tut mir leid. Ich glaube an Sie. Sie schaffen das. Shaka! Ich versuche es. Wir sind hier und die Stationsverteidigung ist aktiv. Dennoch werden wir nicht angegriffen. Aber wenn das so ist, warten Sie. Ich schaffe das. Geben Sie mir einen Augenblick. Tun Sie es. Make it so. Bla bla bla. So ein Weichei. Das ist echt eine Pussy. Der erinnert mich voll an dich. Ja. Wie immer. Du denkst immer an mich. Ich finde das so süß. Alter, stell dich mal in der Mitte auf das Ding. Auf welches Ding? In der Mitte auf die Konsole, wo der ist. In der Mitte auf diese runde Kugel. Ja? Mhm. Guck mal, was du für einen Schatten wirfst. Gar keinen. Bei mir riesig. Ich habe gerade gedacht, wo ist denn das Riesenmonster da hier? Der Schatten ist da. Achso, ja, ich muss da ein bisschen dazu hochspringen. Weil schon nicht mal klein, ne? Ja. Schon rein. So, weiter geht's. Sprechen Sie Cooper erneut. Ich habe etwas angestellt. Hier. Ich bin hierfür nicht bereit. Vielleicht sollte ich die Strahlenwaffen aktivieren. Oder besser nicht? Fortsetzen. Erlauben Sie, Doktor. Faszinierend. Jetzt kann ich die Verteidigung am nächsten Raum manuell aktivieren, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Was gibt es? Anstatt die Verteidigung
um ihre Hilfe zu aktivieren, kann ich die Energie umleiten und eine Nachricht an unser gestrandetes Schiff senden. Es muss nicht klappen, aber wir haben schon seit Stunden keinen Kontakt mehr. Ich bin sicher, sie fragen sich, was passiert ist. Ich kann also die Verteidigung oder die Schwärme aktivieren oder nichts tun. Ich würde mal sagen, es bringt nichts, wenn wir mit dem Schiff kommunizieren und wir in dem Moment angegriffen werden. Mhm. Meiner Meinung nach. Also erzählen Sie mir mehr über die Strahlenwaffen, erzählen Sie mir mehr über die Sperma. Wie sind unsere Chancen ohne Verteidigung? Hm. Also ich werde es ohne Verteidigung machen. Also du wirst den dritte Option. Dritte Option. Gibt auch ein Accolade. Es gibt eigentlich bei allen Accolade davon abgesehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber wenn Sie dies tun möchten, stehe ich hinter Ihnen. Es ist nicht empfehlenswert, den nächsten Gegner ohne Coopers Hilfe oder seiner guten Ausrüstung oder sehr guter Ausrüstung anzugehen. Ja, super. Es ist unsere beste Option. Wir werden die Vote ohne Unterstützung erledigen. Oder erzählen Sie mir etwas über die Strahlwaffen? Also du machst das ohne Dinge. Ja, du kannst gerne mitmachen. Das ist ja... Ich mach's ohne. Dann mache ich's auch ohne. Oh. Gemeinsam gehen wir unter. Warst du unter Druck? Ich warte hier. Gehen Sie vor? Ja, ich gehe vor. Ich bin hier schon bei der Tür. Oh, welche Tür müssen wir? Wir müssen hinten lang. Die linke. Vor allem, da wir ja ein, du weißt schon. Ja, ich weiß schon. Techniker sind, ist das ja jetzt nicht so der Puller hier an Schwierigkeit. Üblicherweise. So, ich bin jetzt in dem Raum. Ich genau. Sehe Haufen rote Punkte, aber ich sehe keinen Gegner in dem Raum. Steht doch da hinten. Ja, die stehen da hinten um die Ecke. Also da sind schon ein paar da. So. Gleich erstmal ein Orbi eingeschalten. Hättest du aufheben sollen, aber ist egal. Egal. So lange Cooldown hat er jetzt auch nicht. Aber der räumt schon schön auf, der Orbi. Jo. Ich sehe nur meine Waffen nicht. Doch, jetzt sehe ich sie. Alter, Tubok, stell dich nicht vor mir. Juhu, so. Kleines Hypospray gefunden. Oh, geht's jetzt? Juhu, kleine Energiezelle gefunden. Juhu, verschlossene Undinkiste gefunden. Was kriegst denn du alles für ein Zeug? Ja, was die alles verlieren hier. So. Es ist eigentlich die Frage, nachdem wir in einem Team sind, ne? Du hast die Mission ja schon mal gespielt und kannst es einigermaßen einschätzen. Hm? Nachdem wir in einem Team sind, das haben wir ja öfters das Problem, dass da doppelt so viele Gegner sind. Nö. In besonderer Weise ist nämlich jetzt mein Obi durch die Tür gegangen und der hat natürlich die Tür auch geöffnet. Brav, wie er ist. Ah, okay. Und ich habe mir ja auch den so Panzer- und Bananensplit bekommen. Weil es ist ja auch oft so, dass auch wenn man Missionen spielt, die du alleine spielen musst, dass man, wenn man parallel das in einem Team ist, trotzdem mehr Gegner kommen. Achso, ja. Ist jetzt nicht so hier. Also, wie gesagt, ich kann die Mission nicht, wie es jetzt alleine ist. Du hast ja schon mal gespielt. Ich nicht. Deswegen, so, ich bin jetzt im nächsten Raum. Ich auch. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich was. Ja. Noch kommt aber nichts. Tja, ich habe gerade rechtzeitig mein Deckungsschild aktiviert. Mir kommt nichts. Na, geh mal weiter. Und da ist er auch schon. Weg. Ach, dieser getarnte. Ja. Bei mir? Ja. Hast du schon? Bei mir. Ich bin noch nicht. Geh mal zur Tür raus, versuch's mal. Also. Naja, so linke Hand. Bewaffnen Sie sie, es sind die Rot. Ah, da hinten ist er. Und Firo, das war der falsche Chat, genau. So, hast du ihn? Ja, der ist gleich down. Okay, jetzt ist er gerade getarnt. Da hinten ist er wackelt alles. Das war eine ausreichend starke Explosion, um einen Bruch zu verursachen. Dr. Wie ist Ihr Status? Alles in Ordnung, mir geht's gut, die Rot kommen hier nicht rein. Ich wollte gerade so. Im nächsten Raum, ich werde gehalten. Ja, ja. Wackelt gleich ein bisschen. Sie sollten vielleicht ein Schild um die nächste Tür errichten, bevor Sie versuchen, sie zu öffnen. Und wo sind Sie denn? Ja. Und hier liegt wieder. Die tote Katze mit. Ich bin jetzt hier auf jeden Fall in dem Raum, wo wir gestartet sind. Ja. Da dürfte übrigens immer noch die Katze drin liegen mit dem wedelnden Schwanz, die tot ist. Warte mal, ich such's gerade. So, wenn du reinkommst, gleich ein bisschen rechts. Gleich ein bisschen rechts, Sekunde. Also bei mir liegt zumindest da eine.
Bis jetzt habe ich, es liegt zwar ein Haufen rum, aber ich suche gerade eine Katze. Ja, es liegt eigentlich nur ein Sternflottenoffizier hier rum. Ja, aber es ist auch ziemlich dunkel, ich sehe nicht viel, deswegen. Ich würde aber sagen, durch den nächsten Raum gehen wir in der nächsten Folge, oder? Ja, gern. Ist schon durch, ne? Nein. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.